Servus und Grüße zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Heute etwas von Modder Karl Charlson, sein Paket der Waggonfabrik Karl Cooper. Es gibt zu dieser Mod-Vorstellung eine kleine Bastelzeit. Wer sich jetzt anschauen möchte, wie wir das Ganze aufgebaut haben, sollte sich die vielleicht vorher noch ansehen. Im Hauptteil handelt es sich hier, wie wir sehen, um einen Mod, der als, sagen wir mal, Verbraucher dient. Diese Waggonfabrik hier, die eben mit diesem Dekorationswagen bestückt ist, auch nur ein Zugdepot enthält und hier eben diese Fabrik simuliert, die eben hier diese Schweizer Waggons baut, die eben ja im Vanilla-Paket von Transportschiffer mitgeliefert werden. Hier sehen wir als Dekoration auch ein paar Drehgestelle aufgestellt. Hier so einen kleinen Baukran. Man kann das Ganze natürlich noch ausdekorieren. Ich habe zwei integrierte LKW-Terminals drinnen, die haben angeschlossen. Da können wir uns dann die Funktion nochmal anschauen. Und wir haben hier unten ein Schienendepot. Dieser Anschluss hier kann auch mit Oberleitungen versehen oder nachgerüstet werden. Ich habe es jetzt hier mal weggelassen. Die anderen Gleise oben dienen rein der Dekoration. Die haben also keine Funktion. Und auch beim Zugdepot muss man ein bisschen darauf achten, dass eben nur die untere Schiene zum Zugkauf dient. Der obere Gleisanschluss ist ja auch ein bisschen nur zur Deko. Deswegen habe ich hier gleich mal nach dem Verlassen oder nach dem in der Ausfahrt, sage ich mal, dieser Wagenfabrik hier eine Weiche eingebaut, dass man also auch hier, wenn man noch anderes Rollmaterial kauft, auf andere Schienen wechseln kann. Es sind dann einfach nur mal ein paar Spitzkern eingebaut, dass man ein paar Linien einrichten konnte. Wie gesagt, die beiden Linien der Straße gehen jetzt hier auf unsere beiden Import-Export-Industrien, die eben hier uns dann die benötigten Waren anliefern, die wir ja jetzt eh gesehen haben, wir mal ganz kurz hier. Wir können also Stahl anliefern, Werkzeug anliefern, Maschinen anliefern, Plastik anliefern, Bretter anliefern. Das zweite, was wir gemacht haben, hier die im Mod mitgelieferten Cargo Terminals, die man hier sieht, haben wir eben hier integriert, um diese Funktion einmal zu zeigen. Desgleichen haben wir hier mal den Bahnhof aufgebaut, der mitgeliefert wird, der als kleine Besonderheit eben hat, dass man die Gleise eben einzeln mit Oberleitungen bestücken kann oder nicht. Das heißt, wir haben hier mal nochmal so ein Zugdepot aufgebaut für den Kauf von Rollmaterial. Haben wir hier eben mal unsere Hauptstrecke angeschlossen, die führt jetzt hier ins Nichts, sage ich mal, aber nur zur Demonstration, dass man das hier mal sieht. Und haben hier eben mit dem gleichen Bahnhof nochmal hier eine kleine zweite Stadt angeschlossen, dass man hier einmal das demonstrieren kann. Und das soll es eigentlich einmal soweit gewesen sein. Es gibt auch noch ein Straßenfahrzeugdepot und ein Tramdepot dazu. Also auch hier haben wir passend zum Mod schön in dieser, hätte jetzt beinahe gesagt Backsteinoptik, schön in dieser Ziegeloptik, so wie ja der ganze Mod gehalten ist. Haben wir eben auch ein Depot, auch so Kleinigkeiten sind berücksichtigt worden. Man sieht eben hier komplett am Gebäude rundum die Dachrinnen verlaufen, dass also hier das ablaufende Regenwasser nach unten geleitet wird. Hier gibt es eine Tür rein, oben mit zwei schönen Lampen über der Tür. Wie gesagt, das sieht man ja auch beim Hauptmod oder sowas, dass es ja in der Machart oder Bauweise gemoddet ist. Hier schön die ganzen Mauerwände zu erkennen, hier die Oberlichter und auch auf den Seiten hier mit Fenstern gearbeitet worden, dass hier genügend Licht in die Fabrik kommt. Hier auch nochmal eine Werkshalle, in der die Waggons gebaut werden und dann nach draußen gebracht werden. Hier ein kleiner Kran,
der ihr hier eben einmal auf der angeschlossenen Straße Sachen umladen kann. Wie gesagt, die Straßen, der Rest ist eigentlich nur für rein oder zur reinen Demonstration hier. Hier haben wir dann ein kleines Verwaltungsgebäude integriert, wo wir hier schon fest installiert sehen, ein paar Bretter, die hier liegen, zu Platten, diese ganzen Kisten, die hier aufgestellt sind. Auch hier drüben sieht man dann auch wieder Paletten, Stahl, die bekannten Teile und Güter, die es halt hier gibt, die eben auf diesem Verladeterminal liegen. Das Verladeterminal hat ja dann die Möglichkeit auch noch bei den Assets dann auch zumindest, dass man hier die Bäume noch mit einschaltet, dann ist das Ganze ein bisschen begrünt. Hier haben wir dann auch noch eine kleine Lagerhalle mit Rolltoren. Schöne auch die Einfahrt mit diesem Torbogen, die Mauern ein bisschen hier mit diesem Zaun und wird halt dann hier fest auch mit Mauerwerk umschlossen, braucht man sie auch nicht nachdekorieren. Hier wie gesagt die abgestellten Dekowagen, denn ich kann ja hier bei dem Mod auch sagen, müssen wir jetzt nur die richtige Stelle erwischen, ich kann auch die, wie schon im ersten Teil erklärt ist, ich kann jetzt hier das Zugdepot mit Oberleitungen ausstatten, das heißt also diese beiden Gleise werden dann mit Oberleitungen versehen und ich könnte die Waggons auch wieder entfernen, die eben nur zur Deko stehen, dann sind halt hier nur leere Gleise zu sehen. Aber ich würde sagen, wir lassen mal die mal hier stehen, schaut ja doch viel, viel schöner und netter aus. So, gekauft haben wir schon im ersten Teil die ganzen LKWs, die jetzt dann unsere Rohstoffe hierher transportieren oder unsere fünf Güter. Wir haben einmal eine LKW-Linie aufgebaut, die hier in die Stadt oben ein paar benötigte Waren anliefert, also Treibstoff, Baumaterial, Lebensmittel und Waren. Hier unten im Straßenbahndepot haben wir drei Straßenbahnen gekauft, um hier intern das auch zu simulieren, dass man eben hier den Straßenbahnverkauf oder Kauf machen kann. Und hier haben wir unseren kleinen Schienenbus für unsere Nebenbahn gekauft. Dann lassen wir das Ganze jetzt hier mal laufen. Können wir jetzt hier mal den Schienenbus bei der Ausfahrt kurz betrachten. Wie gesagt, man muss halt auch bei dem anderen Depot in der Fabrik aufpassen oder eben hier auch, dass eben nur, wenn man jetzt von vorne drauf schaut, sage ich mal, der linke Gleisanschluss eben eine Depotfunktion besitzt, der rechte Gleisanschluss eben nicht. Hier können wir uns eben einmal diesen schönen Bahnhof betrachten, der wie in unsere Schienenbusse einrollt, auf unserem Gleis 1. Auch in dieser gleichen Optik gehalten, wie die Warenfabrik selbst. Oben noch mit einem Glockenturm. Hier sehen wir dann auch so einen kleinen Durchgang hier zu den Gleisen. Einmal links, einmal rechts und einmal hier durchs Hauptgebäude durch. Die Treppen zu den anderen Bahnsteigen. Auch dann wieder ein bisschen ausdekoriert mit ein paar Mülleimern, mit unseren Sitzbänken, damit die Fahrgäste nicht lange warten müssen. Und die Station ist überdacht, also auch bei schlechtem Wetter werden die Leute hier nicht nass. Und wie gesagt, man sieht ja, dass die Hauptstrecke eben mit Oberleitungen ausgestattet ist. Und nur das Nebengleis hier, auf dem jetzt unser Schienenbus fährt, hat bis jetzt keine Oberleitung. Das kann man jetzt hier auch nochmal kurz demonstrieren. Wenn wir ins Baumenü des Bahnhofs mal kurz draufklicken, sieht also hier die Gleisanzahl. Ich kann den Gleistyp von Holzschwellen auf Betonschwellen umstellen und eben hier die Gleise einzeln mit Oberleitungen bestücken oder das Ganze eben entfernen. Auf der Gegenseite haben wir eben hier noch einen eingleisigen Bahnhof einmal aufgebaut. Ich habe es mit dem Standardbahnhof schon mal ausgemessen. Der Zug, den man heute hier verwendet auf der Nebenbahn, darf halt nicht länger sein wie 80 Meter. Sieht man also hier, weil der Bahnhof nicht länger ist und es lässt sich auch im Mod nicht einstellen oder beim Bauen, dass man den Bahnhof eben länger haben möchte. Ist eben, wie gesagt, nur dann für solche Nebenstrecken oder für
kleinen Regionalverkehr gedacht, wo halt die Schienenfahrzeuge nicht länger sind. Aber schaut doch schnucklig aus, so als kleiner Nebenbahnhof. Ist eben hier schon fest mit einer Straße angeschlossen. Und auch bei den Straßen hat man die passende Straße dabei, die Cooper Street. Zweispurige Straße mit Mittelstreifen getrennt und einem maximalen Tempolimit von 50 Stundenkilometern. Die haben also hier einmal kurz verwendet, um den Bahnhof anzuschließen. Sieht also jetzt auch hier, das ist dieser neue Straßentyp. Hier sieht man dann im Vergleich die Vanillastraße ein bisschen. Man sieht also, dass die Pflasterung hier auf dem Gehsteig ein bisschen anders ist und auch der Fahrbahnbelag etwas dunkler gehalten. So, dann schauen wir mal, ob unser Hauptmod hier schon in Funktion ist. Da werden jetzt einige LKWs ein bisschen anstehen hier, aber man sieht schon, hier unten werden schon Kunststoffe und Bretter gefertigt und auch die Werkzeuge, die hier ran zu unserer Waggonfabrik transportiert werden können, um diese eben zu konsumieren. Kann man kurz hier mal offen lassen, dann sehen wir das auch. Sieht also hier, dass der LKW hier anrollt mit Brettern drauf. Die sieht man dann auch, dass die hier mal ausgeladen werden, bevor sie benutzt werden, sage ich jetzt mal. Lassen wir das Ganze hier mal ein bisschen laufen. Bisschen aufgebaut lassen hier mal. Hier sieht man also, dass eben der Konsum hier bei Brettern ansteigt. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das Ganze Zeugs hier mal angeliefert wird, sage ich einmal vorsichtig. Hier kommt unsere andere Linie auf dem anderen Terminal, das eben hier oben ist. Und lädt dann hier Waren ab. Hier sieht man eben auch, dass die Waren eben in dem Lagebereich abgelegt werden vor der Halle. Oh, hier sieht man dann wieder die beiden verschiedenen Typen eben mit Werkzeug und Maschinen, die wir jetzt kurz gesehen haben. Hier sehen wir dann den Stahl, der angeliefert wird. Hier sehen wir den Kunststoff, der angeliefert wird. Und schauen wir mal, wenn wir einen LKW haben, der noch eine Ladung Bretter transportiert, dann müssen wir das auch sehen, dass die hier eben abgelegt werden. Ist schon einigermaßen fleißig hier und man sieht halt, dass sich die dann eben auch nicht in die Quere kommen, durch das, dass man eben die Möglichkeit hat, zwei Terminals zu benutzen, kann man also hier mit genügend LKWs, wie wir hier sehen, auch genügend Sachen anliefern, dass sich die nicht immer auf den Füßen stehen oder immer dann an den Terminals warten müssen. So, schön läuft es hier. Tja, und wie gesagt, hier unten haben wir das Ganze eben nochmal als Demonstration, dass eben hier nur das untere Schienensegment eben bei dem Depot Züge kaufen kann. Wenn wir jetzt hier mal kurz eine Diesellokomotive kaufen, nur als Demonstration hier, die Vanillelokomotive, und ich möchte die jetzt auf die obere Linie zuweisen, dann ist das möglich, weil ich hier eben im Außenbereich eine Weiche eingebaut habe, sonst würde es eben nicht gehen. Können wir hier nochmal eine kaufen und nochmal auf die obere Linie, die eben hier kleinen Rangierverkehr simulieren soll, mal verbauen und verkaufen. Das heißt, die fährt jetzt hier aus und wechselt die über das Gleis oder über die Weiche auf diesen oberen Segment. Wenn ich die Weiche hier entfernen würde, wäre mir kein Zugkauf möglich, weil er dieses obere Segment nicht erreichen kann. So, die müsste jetzt hier nach hinten fahren. Und dann sollte eigentlich genau der Weg frei sein für unsere zweite Rangierlokomotive. Die soll eben hier mal ein bisschen Rangierverkehr simulieren zwischen den Linien hier, die wir hier oben einfach mal zur Demonstration aufgebaut haben. Also auch das funktioniert hier sauber. Und wir müssten jetzt auch erkennen können, hier sollten eigentlich auf der oberen Industrie eben auch Sachen produziert werden, die Verbrauchsmaterialien in die Stadt geliefert werden, wie eben Baumaterial, wie Treibstoff, wie Lebensmittel und wie Waren. Das ist hier unser DB Schenker LKW. Der
hat eben hier ein paar Sachen geladen. Den können wir jetzt mal kurz verfolgen hier. Fahren wir mal kurz mit dem Jungen. Können wir uns mal die Straßenterminals so ansehen, die in dem Mod mitgeliefert werden. Sind also hier zu finden. Die kann ich halt dann direkt an die Straße anschließen. Oder eben mit dem Straßenanschluss ist das schon versehen. Einmal hier eben mit der Industriestraße. Ich habe die Landstraße mit dabei und die normale Stadtstraße mit dabei. Aber wie gesagt, wer sich den Aufbau hier ansehen will, der soll sich doch bitte die kleine Bastelzeit zur Modvorstellung ansehen. Da kann man das erkennen, wie das Ganze aufgebaut worden ist. Der sollte also jetzt hier nach links abbiegen. Schauen wir mal, wo schon am ersten Terminal seine kompletten Waren los wird oder wo dann zum zweiten und dritten Terminal auch noch weiterfahren muss. Im oberen Bereich sind wir ja seinen Kollegen schon rundum fahren. Ja, Stadtstraße, Tempolimit 50 Stundenkilometer. Brav hält er sich dran, unser LKW-Fahrer. Hochbeschleunigen. Drehen wir einmal kurz rüber und schauen uns das Ganze hier dann nochmal so an. Und hier bleibt eben an unserem LKW-Terminal stehen. Lädt noch nicht komplett ab, das heißt, wir können hier noch ein bisschen weiter mitfahren. Wir haben in der Stadt hier mal kurz drei Terminals aufgebaut. Und damit dürfte ja die Grundfunktion dieses LKW-Terminals schön zu erkennen sein. Jetzt haben wir ja davon eh recht wenig. Sie können ja nur Güter, könnte man hier ist das zweite Terminal an Bushaltestellen abladen. So, hier bleibt er stehen. Schauen wir mal. Kommt auch noch nicht alles raus. Schön. Also muss er einmal sogar noch zu unserem dritten Terminal fahren und dort stoppen. Jetzt einmal die Querspange wieder rüber. Drittes Terminal. Da wird jetzt seine komplette Ladung loswerden. So, damit haben wir diese Funktion, glaube ich, auch einmal schön demonstriert. Was man eben noch dazu machen kann, ist, es gibt eben unter den Assets auch nochmal die Sachen hier als reine Dekoration. Das heißt, wir können hier an die Straße ein nicht angeschlossenes Terminal verbauen. Man muss sich halt die Straße oder den Platz halt auch dementsprechend vorher mal begradigen. Man kann, wie gesagt, hier die Bäume aus- und einschalten. Dann hat man das Ganze mit ein bisschen Begrünung rundum. Das ist halt jetzt die etwas falsche Richtung, dann würde ich sagen. Das heißt also einmal umdrehen das Ganze. Dann sieht es ein bisschen passender aus, würde ich sagen. Mag jetzt wieder nicht, weil er wieder hier einen Terrain-Angleichfehler hat. Schauen wir mal, ob es anders rundum funktionieren würde. Dann stellen wir es ein bisschen weiter weg hier auf und
Somit sieht das auch schön aus. Und man kann auch die Straßenbahn und die Depots hier aufbauen. Wie man sieht, die snappen also hier nicht ein. Ist halt rein zur Dekoration. Und wie schon gesagt, wem halt dieses, hätte jetzt beinahe mal gesagt, Vanillegebäude, diese Originalausstattung nicht ausreichend ist, für das kann man eben hier nochmal zum Beispiel so ein Straßendepot verwenden und das Ganze hier einfach mal an die Straße hier anklemmen oder kann natürlich hier einfach die bekannten Assets und Güter, die es halt hier in Transport Fever gibt, einfach hier irgendwo aufbauen. Das sind ja der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Man kann das Ganze dann natürlich auch ein bisschen ausdekorieren, dass man also sagt, ich möchte hier ein bisschen einen anderen Belag drunter haben als das Einheitsgrün. Ist also alles auch kein Problem. So, kann man also das Ganze hier, wie gesagt, auch komplett ausdekorieren. Und schon haben wir hier auch wieder etwas für die Optik geändert, damit sie eben nicht zu grün ausschaut am Werksgelände. Und wie gesagt, man kann eben hier alles Mögliche dann an Deko und Assets einbauen oder eben hier das Ganze nochmal dann mit ein paar Lagerhallen nachrüsten. Da sind ja der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt. Und schon sieht das Ganze ein bisschen anders aus hier. Und natürlich auch die berüchtigten Personen, die hier meistens fehlen, können wir natürlich hier irgendwo aufstellen. So, dann unterhalten sich hier die beiden. Muss man dann nur die Höhe ein bisschen anpassen, dass sie hier nicht wieder einsinken. Aber das dürfte eben ja eh bekannt sein. Ist wirklich ein schöner Mod hier. Allein schon dieses Werksgelände und diese Fabrik, die wir hier haben mit dem integrierten Zugdepot. Ich finde das eine nette Idee, dass man eben hier einfach einmal Waren einfach einmal verbrauchen und konsumieren kann. Dass das Ganze eben hier dann auch einmal vor dem Gebäude aufgebaut wird, bevor es konsumiert wird oder bevor es verschwindet in der Welt von Transport Fever. Nette Idee, muss ich ganz ehrlich sagen, für diesen Mod. Ich hoffe, da kommt noch einiges in der Richtung. Und ich hoffe, dass ich euch mit dieser Mod-Vorstellung den Mod ein bisschen besser präsentieren konnte. Verabschiede mich von euch. Würde mich natürlich freuen, wenn wir uns zu einem meiner nächsten Videos hier auf meinem Kanal wiedersehen würden. In diesem Sinne, alles Liebe und Gute. Wünscht euch euer Maverick.